Wie kalkuliert man einen Fix-and-Flip-Deal? 20 bis 30% kalkulieren wir an Gewinn. Bei unserem Beispiel 75.000. Ein durchschnittliches Reihenhaus kostet 300.000 Euro. Wir wollen zwischen 20 und 30% Profit machen, also mal 75% als Durchschnitt. Ist gleich 225.000. Jetzt müssen wir noch die Renovierungskosten abziehen. Bei diesem Musterhaus sind es 120 Quadratmeter mal 200 Euro, also minus 24.000 Euro für die Renovierungskosten. Ist gleich 201.000. Das wäre jetzt der maximale Preis, den wir bezahlen können, inklusive Kaufnebenkosten, Grunderwerbsteuer und eventuell auch eine Maklerprovision. Und eventuell auch Finanzierungskosten, die wir haben. Hier würde ich jetzt nochmal minus 10% kalkulieren für die besagten Kosten. Das heißt, wir haben einen maximalen Einkaufspreis von 180.900 Euro, unsere 75.000 Euro Profit zu machen. Für mehr Tipps folge mir, dein Oliver.